Ich denke, wir können mit nachhaltigen Baustoffen arbeiten. Hier die Bauern, die hier sitzen, das können im Prinzip, die können die Rohstoffe zum Bauen liefern. Und wir haben wirklich dann den Unterschied, dass wir sehr ressourcenschonend arbeiten. Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich zu Gast bei WEM, Flächenheizung und Kühlung. Ich habe einen sehr interessanten Interviewpartner. Den Gerd Meurer ist einer der Geschäftsführer von WEM, hat seinen eigenen Naturbaustoffhandel, damit hat er durchgestartet, Meurer Naturbaustoffe, und ist Vorstand im Dachverband Klim. Hallo lieber Gerd. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen. Hallo Lukas, schön, ich freue mich. Ich freue mich auch, freue mich, Sie hier zu sein. Vorher gab es die kleine Rundführung durch die Firma. Genau, also was macht WEM überhaupt? Was macht ihr genau? Ja, wir haben uns ja 99 gegründet und wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Flächenkühlsysteme. Das heißt, wir produzieren im Prinzip fertige Systeme bis zur Oberfläche und beheizen damit Wand, Boden und Decke, je nachdem, welche Anforderungen da sind oder wie der Baukörper aussieht. Wer dich privat jetzt etwas kennt, der weiß, dass du dich sehr für Klimaschutz einsetzt und vor allem auch Umweltschutz. Ja. Und was hat das jetzt genau mit Flächenheizung überhaupt zu tun? Ja, ich meine, wir sprechen ja heute, sage ich mal, über die Energiewende, die ja doch in den nächsten 20, 30 Jahren stattfinden soll. Ein wichtiger Bestandteil dieser Energiewende sind die Flächenheizsysteme. Warum? Weil die es schaffen, sage ich mal, mit niedrigen Vorlauftemperaturen umzugehen. Wenn wir heute mal in den beispielsweise Neubau reingucken, Photovoltaik, solare Heizungsunterstützung, dann haben wir Systeme über die Wärmepumpentechnik, die sehr effizient arbeiten und laufen, wenn die Systeme mit kleinen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Und da ist die Flächenheizung ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, der Umsetzung, gerade im Thema Wärmepumpentechnik, Photovoltaik und solare Heizungsunterstützung. Da sind keine hohen Temperaturen mehr gewünscht. Wir verabschieden uns ja auch von den fossilen Brennstoffen, ob das jetzt Gas oder Öl ist. Holz wird sicherlich auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Und da ist die Flächenheizung elementar wichtig, um die Energiewende umsetzen zu können. Wieso sind die niedrigen Vorlauftemperaturen denn überhaupt relevant? Wenn man sich zum Beispiel mal die Wärmepumpentechnik anguckt oder die solare Heizungsunterstützung, dann zeigt sich heute, je höher die Vorlauftemperaturen sind, umso unwirtschaftlicher laufen die Heizsysteme. Das heißt, gerade bei der Wärmepumpentechnik, die hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad, wenn ich die mit Heizkörpern beheize, und hat einen sehr guten Wirkungsgrad, wenn ich die mit einer Flächenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen beheize. Auch bei der solaren Heizungsunterstützung erziele ich viel bessere Wirkungsgrade. Das heißt, ich kann viel mehr Solarenergie, warmes Wasser in die Heizung integrieren, weil die Vorlauftemperaturen kleiner sind und die Anlagen arbeiten viel wirtschaftlicher. Also würdest du schon sagen, Flächenheizung und Kühlung sind sehr eng verwoben. Also das passt schon zusammen. Das passt zusammen. Wir sagen ja heute mit unserem System, die auf Naturbaustoffen basieren, dass wir letztendlich nicht nur sehr gut heizen können, also Strahlungswärme, Infrarotwärme erzeugen, sondern wir wissen heute auch, dass die Lehmbaustoffe prädestiniert zum Kühlen sind, weil die mit einem möglich anfallenden kleinen Kondensatmengen sehr gut umgehen können. Das heißt, wir haben Baustoffe mit hohem Trocknungspotenzial, die die Feuchtigkeit auch sehr schnell aufnehmen, viel besser als das beispielsweise Gipsbaustoffe tun. Also du würdest auf jeden Fall bejahen, Flächenheizung und Umweltschutz, das ist kombinierbar. Das ist sehr gut kombinierbar. Wir stellen halt fest, dass es wenig Firmen gibt, die das tun. Wir haben heute Flächenheizsysteme, die sind auf Gipskartonbasis, wo Edelstahlbleche angefedert werden, um Wärme zu übertragen. Gips ist ja doch das Material, was in großen Mengen noch sehr günstig zur Verfügung steht als Abfallprodukt aus dem Entschwefelungsprozess. Und wir sagen halt, Flächenheizung mit Naturbaustoffen zu kombinieren, das hat viele Vorteile, okay, gerade bezüglich Wärmeabgabe und Kühlungsabgabe. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Und darf ich fragen, also dir ist das ein Herzensanliegen, wo ist dein persönlicher Bezug zum Umweltschutz? Weil du bist jetzt nicht in der Fabrik, du arbeitest jetzt nicht
du könntest auch weniger arbeiten, du arbeitest trotzdem sehr viel, du opferst dich auch für die Firma. Wieso? Wieso ist dir Umweltschutz überhaupt wichtig? Na, ich sag mal, aufopfern für die Firma, das haben wir früher mehr gemacht als heute. Mittlerweile läuft es wirklich ganz gut. Ja. Und ich sag halt, diese Lehmbaugeschichten zu integrieren, Lehm zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Primärenergieaufwand her in die Herstellung. Holzfaserprodukte als Innendämmung mit dazu zu nehmen, das sind Produkte, die CO2 einlagern. Und ich bin natürlich Unternehmer, wir müssen halt in erster Linie schon die Firma führen, aber können diese ökologischen, ökonomischen Sachen sehr gut damit verknüpfen. Wir produzieren hier letztendlich unsere Baustoffe, die wir trocknen, mit einem hohen Anteil an regenerativer Energietechnik. Lehm ist Sekundärrohstoff. Das sind alles schöne Produkte, auch die Holzfaserdämmstoffe, mit denen wir arbeiten, Handfaserdämmstoffe. Das sind alle Produkte, das sind CO2-klimapositive Baustoffe, die im Wachstum CO2 einlagern und dadurch, dass wir die trocken einbauen, halt letztendlich auch eingespeichert bleibt. War das dann auch eine Motivation, die Firma zu gründen 1999? Oder was für Gründe hatte das? Also die Gründe lagen, ich hatte ja damals einen Naturbaustoffladen geführt, einen Handwerksbetrieb, der sich auf Kalk-, Lehmbau-, Dämmstofftechnik spezialisiert hat. Bin studierter Maschinenbauer und die Wandheizung war schon immer auch in der Baubiologie als total behagliches Heizsystem bekannt, weil wir doch überwiegend Strahlungswärme, Infrarotwärme produzieren. Und das dann mit dem Lehmbau zu kombinieren, da waren wir wirklich die Pioniere hier in Deutschland, die das Thema Kalk und Lehm auch mit dem Thema Flächenheizung verknüpft haben. Und wie wir heute wissen, gibt es keinen Baustoff außer Lehm, der die Wärme so gut überträgt und in den Raum reinbringt, über Wand oder Decke, wie der Lehm das tut. Und ja, das lässt sich gut miteinander verbinden und verknüpfen. Und das war dann die Motivation, die Firma zu gründen? Genau. Ich dachte, irgendwann hatten wir in den Anfängen noch als Handwerksbetrieb viel für einen Fertighaushersteller gearbeitet. Damals einen Bekannten. Und man hat das Problem, dass man die Wandheizung einbringt, den Lehm einbringt, sehr lange Trocknungszeiten hat. Und das war dann die Motivation für uns, ein Trockenbauteil zu entwickeln. Mit dem sind wir dann auch durchgestartet. Das heißt, wir produzieren heute Lehmplatten mit integrierten Heizungen zum Heizen oder Kühlen. Und es ergab sich ein bisschen so, dass wir viel für diesen Fertighaushersteller gearbeitet haben und konnten mit diesen fertigen Platten in viel kürzeren Zeiten viel schneller die Wandheizung integrieren und einbringen. Also schneller und besser. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja das große Thema Trockenbau, Nassbau. Ja. Ich sag mal, Trockenbau hat auch was von Nachhaltigkeit, weil ich die ganze Baufeuchte nicht mehr raustransportieren muss. Es geht schnell und das sind ja die großen Entwicklungen, die im Baubereich stattfinden. Trockenbau, Haustechnik und ökologisches Bauen. Es gibt ja auch verschiedene Anbieter von Flächenheizungen. Ja. Wieso sollte man jetzt zu euch kommen und nicht woanders? Was macht euch einzigartig? Also es gibt heute auch mehrere Anbieter, muss man sagen, 3, 4, 5, die das Thema Lehm- und Flächenheizung miteinander kombinieren. Ich habe halt durch den Einsatz von Lehmbaustoffen den Vorteil, dass ich kleinere Flächen benötige, weil der Lehm letztendlich hohe Leistung pro Quadratmeter ermöglicht und das unterscheidet uns von den Standardanbietern. Wir integrieren das in ein System, das heißt für uns gehört immer der Baustoff dazu, um letztendlich das System rundziehen zu können. Du hast vorher im Vorgespräch zu mir gesagt, dass du auch sogar froh bist, dass es auch andere Anbieter gibt von Flächenheizungen, weil ihr gar nicht die Kapazität hättet, alle Kunden in Deutschland zu bedienen. Da kam mir der Gedanke, dass dir das ja auch nicht nur darum geht, viel Flächenheizung zu verkaufen, sondern allgemein halt der Gedanke dahinter, der Gedanke, dass man Energie sparen kann. Ja. Dass man Energie sparen kann, Behaglichkeit schaffen kann, das ist das große Thema. Und ich sag mal, momentan leben alle gut, gerade die spezialisierten Anbieter, die sich mit dem Thema Lehm- und Flächenheizung beschäftigen. Mhm. Und der Markt ist groß genug für alle. Mhm. Es gibt so viel zu tun, das können wir gar nicht alleine schaffen. Was sollten die Menschen in Zukunft tun, um eine umweltgerechtere Welt zu schaffen?
Mein großes Thema ist natürlich Bauen, wo wir sagen, halt 40% der Emissionen, die wirklich verursacht werden, gehen in den Baubereich rein. Ich stelle fest, dass wir gerade im Baubereich sehr viel über Energieeffizienz sprechen und Energietechnik sprechen und Förderprogramme dafür haben. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, wobei ich denke, dass es ingenieursmäßig auch ausgereizt ist. Wir können da nicht mit mehr Technik mehr erzeugen und ich denke, wir können mit nachhaltigen Baustoffen arbeiten. Hier die Bauern, die hier sitzen, das können im Prinzip, die können die Rohstoffe zum Bauen liefern. Und wir haben wirklich dann den Unterschied, dass wir sehr ressourcenschonend arbeiten. Weil wir wissen, Zement ist auch etwa 8-10% aller weltweiten Emissionen gehen auf die Herstellung von Zement zurück. Und ich sage mal, man kann ein Haus bauen, zum Beispiel mit BIMS und Beton und verbraucht 50 Tonnen CO2. Oder man kann ein Haus aus Holz und Hanf und Stroh bauen und lagert 50 Tonnen CO2 ein. Und ich sag mal, das ist ein Riesenunterschied und da liegt auch ganz viel Zukunft. Also nicht nur Energiewende, sondern auch Rohstoffwende. Ja, genau. Das ist wirklich, klingt gut. Man muss die Sachen nicht brennen, man muss sie nicht energieintensiv herstellen. Wir stellen fest, dass viele in dem Industriebereich bezuschusst werden. Mhm. Wir würden uns eigentlich wünschen, dass CO2-positives Bauen bezuschusst wird. Und wer viel CO2 verbraucht, muss mehr dafür zahlen. Wer viel CO2 einlagert, kriegt vielleicht auch Geldunterstützung dafür, weil die Rohstoffe hier im Land angebaut werden. Wir arbeiten nicht mit Dämmstoffen aus Erdölderivaten. Und ich denke, da liegt eine große Zukunft, wo das Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Also auch in Bezug auf eine CO2-Steuer? Genau. Aber würde das dann nicht am Endkunde hängen bleiben? Weil jeder würde dann die Preise hochsetzen und dann bleibt es am Ende am Endkunde hängen. Oder? Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was für uns wünschenswert wäre, was teilweise in der Schweiz und Österreich auch praktiziert wird, ist die CO2-Besteuerung im Hausbau. Das heißt, ich lagere CO2 ein, kriege Geld dafür, ich verbrauche CO2, muss Geld zahlen. Das würde auch dazu führen, dass dieses nachhaltige Bauen deutlich kostenbewusster wird und weiter konkurrenzfähig zum Standardbauen wird. Man muss sagen, nachhaltiges Bauen ist schon etwas teurer. Das kostet 5-10% mehr, als in einem Standardverfahren zu bauen. Ich habe auch viele Vorteile dadurch. Keine Entsorgungskosten. Entsorgungskosten. Und ich sag mal, auch Behaglichkeitsgründe spielen eine große Rolle. Es macht einen Unterschied, ob ich beispielsweise einen Gummistiefel trage oder einen Lederschuh trage, im Tragekomfort. Und so bewerten wir das eigentlich auch mit den Naturbaustoffen. Ich habe ein besseres Raumklima, fühle mich besser. Definitiv. Magst du noch was Persönliches über dich preisgeben? Welche Freizeitaktivitäten du verfolgst? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ja, ich bin altersbedingt nicht mehr so aktiv wie früher, aber bin sportlich. Ja. Windsurfen ist für mich großes Thema, Mountainbiken, Lesen. Ich ziehe mir gerne wissenschaftliche Sachen rein, bin wirklich an allen Sachen interessiert. Okay, also vor allem Windsurfen. Ist jetzt hier in der Umgebung, wir sitzen ja in Koblenz, man muss dafür irgendwo an See oder nach Holland. Ja. Ich sag mal, ich bin an Gartenarbeit interessiert, an Permakultur interessiert. Ja. Es reicht manchmal der Tag nicht aus, um die ganzen Bedürfnisse, die man so hat, denen nachzugehen und sich da Informationen reinzuziehen. Okay. Vielen Dank für die Offenheit. Sehr schön. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte auch gerne eine Flächenheizung haben, ich möchte mehr Informationen dazu haben, wo kriege ich die Informationen? Eine Erstberatung findet durch uns statt. Also jeder Mensch, der da an diesem Thema interessiert ist, kann uns anrufen, kann sich bei uns beraten lassen, kann sich eine Projektierung machen lassen. Und ich sag mal, für die Umsetzung brauchen wir dann so Partner wie euch. Am liebsten der spezialisierte Naturbaustoffladen, weil wir auch nicht alle Baustoffe anbieten können, die dazugehören. Gerade in der Altbausanierung brauchen wir Partner, die Dämmstoffe anbieten, diffusionsoffene Dämmstoffe, Hanfdämmstoffe, Holzfaserdämmstoffe, je nachdem, was da gewünscht ist. Und wir brauchen auch eine qualifizierte Betreuung und Partner der Kunden vor Ort. Wir sind eine kleine Firma mit 15 Mitarbeitern und ich sage mal, wir können nicht bundesweit agieren. Wir haben keinen Außendienstler, sondern wir haben starke Partner in den verschiedenen Regionen, wie das Naturbaustoffhaus, kompetente Ansprechpartner, die das auch entsprechend rundziehen können. Vielen Dank. Hört sich gut an. Hast du noch ein paar abschließende Worte für den Zuschauer?
Tja, was könnte ich noch sagen? Wir könnten jetzt stundenlang weiter zum Thema natürliches Bauen, ressourcenschonendes Bauen sprechen. Wer Interesse hat, schaut sich mal unsere Webseite an, wandheizung.de. Ich verlinke alles in der Infobox. Genau, Naturbaustoffhaus ist da auch aufgeführt oder andere kompetente Ansprechpartner, mit denen wir schon teilweise seit 20 Jahren länger vertrauensvoll und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Vielen Dank für das Gespräch, Gerd. So. Ja. Super, dann bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Gute Zeit. Ja, vielen Dank an den Gerd Meurer und die Firma WEM für dieses Interview. Und wenn ihr dabei mithelfen wollt, alternative Baukonzepte einer breiteren Masse an Menschen zugänglich zu machen, dann bitten wir euch, abonniert mal diesen Kanal. Aber unabhängig davon, ich wünsche euch alles Gute, euer Lukas. Ciao, ciao.